Deutschland geht es abwärts. Die Politik im permanenten Ausnahmezustand, Wirtschaft im freien Fall und überhaupt leben wir in so unsicheren Zeiten, dass man überhaupt nicht mehr weiß, kann man hier bleiben oder muss man auswandern. Zumindest ist das der Eindruck, den man bekommen kann, wenn man sich durch die Kommentare im Internet klickt. Aber entspricht das wirklich den Tatsachen? Naja, nicht so wirklich. Es gibt jede Menge Missstände. Ich habe darüber ja auch schon einige Videos gemacht, aber insgesamt kann man sagen, kann man wirklich froh sein, wenn man hier in Deutschland lebt. Und weil es gar nicht so viel Spaß macht, immer über Negatives zu sprechen, habe ich mir gedacht, geht es in diesem Video mal um etwas Positives, nämlich um 4 Gründe, warum es gut ist, in Deutschland zu leben. Los geht's. Bevor wir hier gleich im Positivmodus unterwegs sind und die rosarote Brille aufhaben, vielleicht noch sowas wie ein kleiner Disclaimer am Anfang. Ja, es gibt jede Menge Dinge, die hier bei uns nicht gut laufen und es gibt viele Menschen, denen es schlecht geht. Die berühmte Schere zwischen Arm und Reich geht zum Beispiel immer weiter auf, auch in Deutschland. Und große Konzerne haben teilweise mehr zu sagen als Politiker, Stichwort dieser Skandal. Aber, und dieses Aber müssen wir ganz groß schreiben. Nee, noch ein kleines bisschen größer. Ja, so ungefähr passt es. Aber trotz allem kann man sagen, leben wir hier in einem Jackpotland. Und warum das so ist, möchte ich euch jetzt gerne sagen. Wir starten mit Grund 1, mit der Wirtschaft. Und da zum Einstieg vielleicht mal ein paar Zahlen. Deutschland ist im internationalen Vergleich und gemessen an der Größe des Landes eine gigantische Wirtschaftsmacht. Rund 1,5 Billionen Euro Exportvolumen im Jahr 2017 und damit Platz 3 hinter China und den USA. Ein Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Waren und Dienstleistungen im Land, von aktuell rund 4 Billionen US-Dollar, macht Platz 4 hinter den USA, China und Japan. Und ein seit 8 Jahren anhaltendes Wirtschaftswachstum, im vergangenen Jahr zum Beispiel um 2,2%. Das sind im Vergleich mit anderen Ländern wirklich Traumzahlen. Und sowas wirkt sich auch auf die Menschen aus, die hier in Deutschland leben. Die Arbeitslosenzahlen sind zum Beispiel so niedrig wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung, säße man sie um die beschönigenden Faktoren bereinigt. Und das Vermögen der Deutschen ist auch so hoch wie niemals zuvor. Das sorgt dafür, dass sich immer weniger Menschen Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft machen. Vor 15 Jahren haben noch 50% der Deutschen gesagt, ich mache mir Sorgen darum, wie es bei mir wirtschaftlich weitergeht. Heute sind das gerade mal noch 15%. Und das hängt auch damit zusammen, dass bei uns die Arbeitsplätze immer sicherer werden. Wer seinen Job verliert und einen neuen Job sucht, der hat heute eine viel höhere Chance, einen neuen Job zu finden als früher und auch eine viel höhere Chance als in den meisten anderen Ländern auf der Welt. Und die Jobs bei uns sind zu einem großen Teil auch gut bezahlt. Besonders gut sieht es für uns junge Menschen aus. Während wir selbst in europäischen Ländern wie Spanien Jugendarbeitslosenquoten von um die 40% haben, liegt bei uns die Jugendarbeitslosenquote bei gerade einmal 7%, also nicht wirklich viel. Und die Perspektive ist auch gut, denn bald geht ein ganzer Schwung von Menschen in Rente, da werden also viele neue Arbeitsplätze frei und wir können uns quasi in Zukunft unsere Arbeitgeber aussuchen. Wir können zum Bewerbungsgespräch schon den Füller mitbringen, um den Vertrag zu unterschreiben sozusagen. Dem Staat geht es wirtschaftlich auch sehr gut und das wirkt sich direkt auf Grund Nummer 2 aus, das Sozialsystem. Mal angenommen, ihr habt einen super Job, der euch wirklich gut gefällt und der auch super bezahlt ist. Aber eines Tages bekommt ihr die Kündigung. Das war's. Ihr seid arbeitslos. Müsst ihr deshalb auf der Straße sitzen? Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering, denn bei uns gibt es Arbeitslosengeld, danach Hartz IV, also eine soziale Absicherung. So etwas gibt es in anderen Ländern nicht. Und auch wenn man natürlich darüber streiten kann, ob der Hartz-IV-Satz hoch genug ist, viele sagen, nein, der ist nicht hoch genug, zum Beispiel für Alleinerziehende, kann man sagen, dass man damit trotzdem irgendwie über die Runden kommt. Im Vergleich mit anderen Ländern ist das ganz okay. Griechenland zum Beispiel. Dort ist es so, dass man zwar 12 Monate lang Sozialhilfe bekommt, Arbeitslosengeld, aber danach war es das. Oder in den USA, da bekommt man genau 5 Jahre seines Lebens Sozialhilfe. Und danach bekommt man nichts mehr und maximal 2 Jahre am Stück bekommt man diese Sozialhilfe. Der Staat erwartet also, dass man möglichst schnell wieder einen Job findet. Das ist bei uns in Deutschland ein bisschen anders geregelt. Ja, und auch sonst leben wir in einem ziemlich fürsorglichen Sozialstaat, der jede Menge Dinge für uns zumindest mitfinanziert. Das Studium zum Beispiel, BAföG, einen Kredit, den uns der Staat gibt und den wir nur bis zur Hälfte zurückbezahlen müssen und das teilweise auch gar nicht immer. Oder Kindergeld. Wir haben eine kleine Tochter, für die bekommen wir Geld. Einfach so. Wir mussten nur einmal einen Antrag stellen und dieses Geld bekommen wir jetzt, bis sie 18 ist oder unter Umständen sogar, bis sie 25 ist. 200 Euro im Monat ungefähr. Und für jedes weitere Kind gibt es nochmal mehr Geld. Andere Länder haben das auch, aber meistens längst nicht so viel wie in Deutschland. Der Staat sorgt für uns außerdem im Alter vor und wenn wir krank sind.
Und ja, ich weiß, ich habe neulich mal ein Video gemacht über das Gesundheitssystem. Findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt, da liegt einiges im Argen. Aber trotzdem kann man sagen, im internationalen Vergleich stehen wir noch gut da. Wir müssen keine Angst haben, pleite zu gehen, wenn wir schwer krank werden, wenn wir Medikamente brauchen, wenn wir Behandlung brauchen. Da gibt es ein Krankenversicherungssystem, das in diesem Fall dann einspringt. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Nehmen wir mal wieder Griechenland. Dort ist es so, dass man mit seiner Arbeit irgendwann auch seine Krankenversicherung verliert. Und was viele nicht wissen, die große Krise in Griechenland hat dafür gesorgt, dass viele mit der Zeit ihre Krankenversicherung verloren haben und dadurch gestorben sind. Sie konnten sich zum Beispiel die teuren Medikamente für die Chemotherapie nicht mehr leisten, weil sie krebskrank waren und sind dann in der Folge ums Leben gekommen. Die Krise hat dort also viele Menschen das Leben gekostet. Sowas wäre bei uns in Deutschland undenkbar. Und dann hätten wir da noch drittens die Bildung und die Wissenschaft. Da winkt ihr jetzt vielleicht zuerst mal ab und sagt, das deutsche Bildungssystem, das kann man ja in die Tonne schmeißen. Und stimmt, ich habe darüber auch schon einige Videos gemacht. Aber erstens mal internationaler Vergleich wieder wichtig. Und zweitens, vor allem wenn wir uns den Wissenschaftsstandort anschauen, stellen wir fest, da ist Deutschland weltweit mitführend. Nicht nur, weil hier mal Koryphäen wie Albert Einstein gelebt und gearbeitet haben, sondern auch heute in der Gegenwart. Es gibt mehr als 400 Hochschulen, die einen hohen Standard haben. Wir haben 4 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die überall auf der Welt geachtet sind. Und wichtige Innovationen kommen aus Deutschland. Die MP3-Datei zum Beispiel, das Düsentriebwerk oder auch der Mikroprozessor. Alles Dinge, die gar nicht mehr wegzudenken sind heute. Deutschland ist außerdem Hightech-Exportweltmeister, exportiert also jede Menge wichtige Dinge für die Zukunft. Und was dabei ganz interessant ist und belegt, wie gut, wie wichtig der Bildungs- und der Wissenschaftsstandort Deutschland ist, nur 2 andere Länder haben bisher mehr Nobelpreise kassiert als Deutschland in der Gesamtstatistik. Und da sind wir bei Bildungssystemen, denn die meisten Forscher, die einen Nobelpreis bekommen haben aus Deutschland, die wurden auch hier in Deutschland ausgebildet. Die waren hier auf der Schule, auf der Hochschule, haben hier vielleicht auch sogar eine Ausbildung gemacht. Über unser Ausbildungssystem spricht die ganze Welt, dieses duale Ausbildungssystem. Dafür beneiden uns viele. Und ja, wie gesagt, das Bildungssystem, da gibt es viele Macken. Und in internationalen Vergleichsstudien ist Deutschland oft genug im Mittelfeld. Aber trotzdem ist es so, wenn man hier einen Abschluss gemacht hat, dann kann man sich auf der Welt wirklich überall gut orientieren. Der ist sehr angesehen, dieser Abschluss. Und vor allen Dingen ist er kostenlos. Zumindest theoretisch. Klar, Bildung kostet auch bei uns was. Und verschiedene Studien ergeben immer wieder, dass Bildung und das Vorankommen in der Bildung oft vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist, aber ganz anders als in anderen Ländern. In den USA zum Beispiel muss man oft mehr als 100.000 Euro auf den Tisch legen, wenn man studieren will. Auch andere Länder, Großbritannien zum Beispiel, machen das so und das ist in Deutschland deutlich besser. Auch die Schulbildung ist vergleichsweise günstig. In Kenia ist es so, dass Schulkinder dort nur die Grundschule kostenlos absolvieren dürfen und wenn man auf eine weiterführende Schule gehen will, dann kostet das viel Geld und das können sich die meisten ärmeren Familien nicht leisten und dementsprechend schlecht gebildet sind diese ärmeren Familien auch. Ja, und dann hätten wir da noch viertens die Gesellschaft. Muss man in Deutschland Angst haben, am helllichten Tag mitten in der Stadt überfallen und ausgeraubt zu werden? Eher nicht. Muss man sich Sorgen machen, dass im Haus eingebrochen wird, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit? Oder muss man Angst davor haben, dass die Polizei einfach so nach Hause kommt und einen tot prügelt, weil man etwas gegen die Regierung gesagt hat? Nein. Das alles ist nicht wirklich der Fall. Ich kann ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, warum Leute im Internet schreiben, wir würden so unsicher leben wie nie zuvor. Die Statistiken sagen etwas anderes. Und klar, man kann Statistiken verfälschen, aber alle Statistiken, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sagen, noch nie zuvor hat eine Generation in Deutschland so sicher gelebt wie heute. Ich habe euch dazu auch unten was in der Infobox verlinkt. Dazu passt auch ganz gut, dass wir mehr auf uns selbst und auf andere achten, als das früher der Fall war. Zum Beispiel gehen heute 3-mal mehr Menschen ins Fitnessstudio als noch vor 20 Jahren und die Summen, die gespendet werden, sind auch deutlich höher als in der Vergangenheit. Außerdem engagieren wir uns mehr ehrenamtlich. Die Zahl der Menschen, die sich einmal die Woche mindestens ehrenamtlich engagieren, ist innerhalb von nicht einmal 20 Jahren von rund 5% auf knapp 10% gestiegen. Sportvereine in Deutschland haben knapp 30 Millionen Mitglieder. Und überhaupt der Sport, da lohnt es sich auch mal drauf zu schauen. Ja, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist dieses Jahr in der Vorrunde bei der WM schon ausgeschieden, aber trotzdem steht Deutschland noch auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste. Oder auch ein ganz guter Beleg, wie gut deutsche Sportler sind, Platz 2 bei den Olympischen Winterspielen dieses Jahr in Pyeongchang. Das ist kein Rosinenpicken, auch in anderen Sportarten sieht es wirklich gut aus, auch da ist Deutschland oft vorne mit dabei. Oder die Kultur. Gerhard Richter, weltberühmter Maler, Hans Zimmer, weltberühmter Filmkomponist oder Zedd, einer der angesagtesten Produzenten derzeit weltweit. Ja. Und nebenbei haben wir noch eine der stabilsten Demokratien überhaupt. Wer hätte das vor 70 Jahren gedacht? Und die deutsche Politik, deutsche Politiker sind weltweit so angesehen wie niemals zuvor.
Also auch da ist Deutschland wirklich gut dabei. Ohne überheblich sein zu wollen, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, aber einfach mal, um zu zeigen, wie positiv doch manches eigentlich ist. Tja, man könnte jetzt noch ewig so weitermachen und positive Dinge aufzählen. Natürlich würde man auch immer wieder negative Dinge finden, aber ich glaube, was ich sagen will, ist klar, man muss auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand schauen, schauen, wie läuft es in anderen Ländern, und dann stellt man fest, so schlecht ist es in Deutschland vielleicht auch nicht und auch nicht so schlecht, wie bestimmte Politiker uns immer wieder einreden wollen. Und das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt. Eure Meinung natürlich gerne unten in den Kommentaren zu diesem Thema. Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Und was ein ganz interessanter Punkt ist, ist folgendes, dass jetzt vielleicht einige von euch sagen, dieses Video ist reine Regierungspropaganda. Nein, ist es nicht, denn das meiste von dem, was ich aufgezählt habe, hat mit der aktuellen Regierung zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Überhaupt, was ich von der aktuellen Regierung halte, könnt ihr euch in diesem Video anschauen. Also ganz wichtig, damit hat das nichts zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr jetzt vielleicht auch ein kleines bisschen positiver gestimmt seid. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.